Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's. Zurück auf NetherCraft. In Project Ozone. Creative. Wieso komme ich jetzt auf Project Ozone? Was? Joe, du hast mich völlig durcheinander gebracht. Nein, im Pistenhaus Creative. Mit dabei haben wir Joe, was aber leider keine Yama. Oh, no. So, gut. Ich hab eine Idee. Okay. Warte mal, bevor deine Idee kommt. Erst einmal, damit ihr wisst, wofür das hier ist. Das will ich gleich noch ein bisschen umbauen. Das ist einmal dafür, dass wir... Dass wir, zack, Licht alles aus. Hell haben. Licht an. Ne? So. Und dann ist das hier dafür, dass alles normal ist. So können wir dann bei Lichteffekten und so weiter immer mal wieder gucken, ob es so ist, wie wir uns das wünschen und Korrekturen machen. Und wenn wir es dann nicht mehr brauchen, machen wir es dann alles wieder hell. So, jetzt darfst du, Joe. Alles gut. Ich muss auch rumprobieren. Du musst rumprobieren, ne? Oh, das könnte richtig geil werden. So, das machen wir mal weg. Das machen wir anders. Und zwar machen wir das mit einem T-Flip-Flop. Das heißt, das hier mal weg. Und zwar... Nenn mir bitte irgendeine Farbe, wie das. Schnell. Eine Farbe für eine Tür. Für eine Tür? Ja. Keine Ahnung, braun. Braun? Braun. Ich finde die Farbe nicht gut. Findest du immer nicht hellgrau. Gut? Machst du meinetwegen hellgrau. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das am besten aufbaue. Ich mache jetzt etwas Komplexeres. Nicht ganz so einfach. Ja. Kann man ja später wieder wegmachen. Dann, so. Rotation. Also erstmal Standard-Dingen dahin. Also, warte mal, das mache ich mal zum Schluss dahin. Sonst, ne? So, Pisten ist ja egal, welchen wir nehmen. Also ich mache jetzt erstmal so einen Standard-T-Flip-Flop. Und den wandeln wir ab, so wie wir ihn brauchen. So. So. Genau. Ja. Und dann... Ja. Warte mal. Ja. Nee. Ja. Minecart, Armor-Stand. Ich hoffe, ich krieg das noch hin, wie ich mir das mal ausgedacht hatte. Also diese kleine Version, die ich mir damals mal ausgedacht zum Hin- und Herschalten. Und ja, also ich habe so eine richtig fancy Idee mit Mythos, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Deshalb lass mich erst rumprobieren und wenn ich sie geschafft habe, dann musst du mal gucken, ob das dir gefällt. Okay. Aber nicht gucken, weil sonst verliebst du dir den Spaß und dann macht das keinen Spaß mehr und dann bist du böse. Also wieder ein bisschen böse, aber da macht es keinen Spaß mehr, weil sonst ist das geil. So, das hier lenken wir hier rüber. Ja. So. Und das da lenken wir darüber. So, den mache ich hier absichtlich so, damit sich die beiden Signale nicht ins Gehege kommen. Das heißt, der steuert das direkt an, da brauchen wir das nicht oben drauf legen, aber hier wäre es nur nach da gegangen, dann hätte der das nicht abgekriegt. Und das wäre doof gewesen. Deshalb machen wir das Ganze so. Da müssen wir hier nochmal runter. So. Dann 90. Machen wir hier. Moment. Dann machen wir da und da. Genau. Dann machen wir da ein Knöpfle hin. So. Und dann sollte das hin und her schalten. Das heißt. So. 90. Genau. Und das sollte dann dahin gehen. Jetzt ist 90. Dunkel. Jetzt ist hell. Genau. 90. Das ist der Plan. So kann man das immer schön 90. hin und her schalten. Da braucht man nicht, ne? Und nicht 90. So. So, okay. Was machst du gerade, Ich hab gesagt, du sollst nicht gucken. Da gucke ich halt nicht. Dann mache ich jetzt erstmal, warte mal, die Seite hatten wir fertig. Die Seite hat man soweit eigentlich auch fertig. Warte mal, das System war eigentlich komplett fertig, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Wir müssen nur noch so ein paar Lichter reinmachen, die quasi die Nacht simulieren, also so Sterne simulieren, ne? Und da hattet ihr auch den Vorschlag gemacht. Moment, ich soll da so eine Seelaterne reinpacken. Wo haben wir das mit, oder machen wir es einfach? S-E-E. So, da haben wir die Seelaterne.
So, dann machen wir einfach mal so ganz sporadisch hier und da mal so eine Seelaterne rein. 9-0. So. 9-0. So. So. 9-0. Wie gesagt, ich packe da jetzt einfach mal so willkürlich so ein paar rein. Weil ich habe jetzt gerade auch nicht den Befehl im Kopf für das Prozentuale. Oder weißt du den Command, dass man mit WordEdit so prozentual Blöcke einsetzen kann? Nee, leider nein. Leider nein. Ich auch nicht. Da musste das Yama eigentlich der Experte, der Verräter. So, ich will mal gerade gucken, wie das wirkt. Wie das aussieht. Machen wir mal kurz das Licht aus. Dass wir das mal sehen. So. Ja, ja doch, das können wir so nehmen. Das machen wir so. Also, eure Idee ist gut, die nehmen wir so an. Hooray! Hooray, genau. Hooray! Da ist die Community doch zu was fähig. Was soll denn das heißen? Meine Community ist geil. Meine auch. Also, ne? Das will ich mal festhalten. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Jetzt wird es die... Oh, hoffentlich machst du das jetzt nicht. Nein. Okay, dann muss es einen Block so, tiefer. Einfach sporadisch was reinsetzen, so. Ne? Ja, genau. Obwohl, ich will das mal auf so einem kleinen Stück probieren. Ich will das mal ausprobieren. Und zwar, wenn ich das hier und hier mache. So, dann //, warte, ich muss ja erstmal die Dings haben, die IDs. Das ist 169. ID ist immer gut. Und 251.11, also // replace 251.11 hatte ich gesagt, ne? Habe ich jetzt nicht zugehört. Oh, das könnte... Kopieren wir das mal, dann müssen wir es gleich nicht neu eingeben. Mann, 11, genau, 251, 11 und 169. So. Das ist geil, das wird so geil, wie das. Oh, geil. Oh, geil, oh, geil, oh, geil, oh, geil, oh, geil, oh, geil. 51. Doppelpunkt. Ne? Doppelpunkt. 11. Das ist der blaue. Und halt, Moment, Komma, 169, so, warte mal, dann machen wir hier, 169, weil das ist der, nee, gar nicht, 251, so, das ist der Block, den wir derzeit haben. Schön, wie du die ganze Zeit am ID reden bist, so IDs. So, die ganze Zeit. Das ist das, was wir wollen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe überlegt, wenn ich das zweimal eingebe, weil das hat früher auch immer ganz gut geklappt. 2, 5, 1, Doppelpunkt 11, genau. Dass wir dann ein anderes Ergebnis, das heißt zwei Drittel davon, ein Drittel davon, sollte passieren. Geben wir das doch mal ein. Mal gucken, was passiert. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Aber es funktioniert. Dann machen wir einfach... Moment. Wir geben das nochmal ein hier. Dann machen wir es auf... ja, ein bisschen mehr auf jeden Fall. 2, 5, 1. Also ein bisschen mehr blau. 11. So, dann machen wir das nochmal. 251, Doppelpunkt 11. Ich weiß, ich mache das gerade sehr umständlich und das geht mit Prozent, aber ich weiß nicht genau, wie es geht. Daher mache ich das jetzt erstmal so. Das ist sicherer. So, probieren wir mal. Ja, ist immer noch zu viel, glaube ich. Das wird... Nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Halt, wir müssen hier noch ein Komma dazwischen setzen. Das wird ein langer Befehl. Also für alle meine Abonnenten ist gerade, ich möchte eine Tür bauen, wie ihr schon seht. Es ist eine ganz interessante Tür. So. So funktioniert es. So. Ich wünsche, dass sie funktionieren. Dann geht das ein bisschen schneller. Und dann füge ich das einfach ein paar Mal ein. Halt, so müssen wir es machen. So, genau, so funktioniert das. Was ganz so, und dann sollte das eigentlich recht selten kommen. Ja, das wird schon besser. Genau, so machen wir das. Aber ich mache das nochmal kurz zurück. Und zwar machen wir jetzt mal das Ganze, die Seelaternen, die machen wir nochmal komplett weg. Weil das überall gleich sein soll. Nee, das ist nur. Ja, bei mir ist es auch noch nicht so ganz, wie es sein soll. So. Replace. Warte mal. 1, 6, 9. Gegen 2, 5, 1, Doppelpunkt 11. So. Dann haben wir das zumindest wieder auf Standard. So, und jetzt machen wir. Warte. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich müsste eigentlich, warte mal, hier oben. Machen wir es mal da. So, das ist noch alles drin, das ist gut. Und dann gehen wir da hinten runter. Diagonal. So. Zack. So. Und jetzt probieren wir das mal aus mit dem Befehl. So. Dieser ganz lange Befehl. Und hoffen mal. Irgendwo ist ein Fehler jetzt passiert. Ah, oder man nimmt Wasserströme raus. Ich weiß wo. Das macht nichts. Das können wir korrigieren, indem wir hier wieder Redstone hinsetzen. Das heißt, das muss mal weg. Ich brauche nur so machen. So. Das heißt, wir setzen hier wieder alles hin, wo es das Signal unterbricht. Genau. Oh, das geht noch gerade so. Eben. Wow, das ist knapp angelegt. Ja, hier müsste ich dann auch nochmal austauschen. Das müsste jetzt genug so abtragen, damit das. Hier nochmal austauschen. Dann hier nochmal austauschen, sodass wir unser System wieder heile kriegen. Eigentlich müsste das so hier. Ne? Ist da überhaupt ausgefahren? Ich weiß es jetzt nicht. Komme ich jetzt dazu? Spaß auf jeden Fall, dir zuzuhören. Warte mal. Mythos, wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ne? Nein. Alles gut. Ich muss nur hier am System ein bisschen was korrigieren wieder. Weil ich mit dem Befehl ein bisschen was kaputt gemacht habe, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Ja, und ich weiß, ich hänge ganz schön lange an diesem Dach. Ich hänge ganz lange jetzt gerade an einer Tür, aber wenn ich das hingekriegt habe, haben wir eine Tür, die du so noch nie gesehen hast. So, okay. Hier passt, da passt nicht. Yes. So. Das muss hier, warte mal, den Knopf, den brauchen wir im Moment nicht, mach mal so. So, dann hier muss repariert werden. Ja. Sowas dauert halt seine Zeit, ne? So, dann, warte mal, ich mach das mal anders. So, dann brauche ich nicht als so hin und her. Hey, warte mal, was ist denn jetzt? Achso, doch, ist alles richtig, alles gut. So, dann hier. Und hier. Nein! Was mache ich denn da? Da korrigieren wir gleich beide. Repeater Redstone. Die 4. Hier. Ja, Armor Stand geht nach oben. Ja, den Repeater habe ich weiter weg gemacht. Dabei brauche ich ihn eigentlich näher ran. So. Ja. Hier. So, da. Hier. Den. So. Hat auf 90 gesetzt werden. Ah, da kommt das Signal nicht durch, das ist klar. So. Dann hier noch. Da verbrennt der Repeater. Der arme Repeater. Der arme Repeater, was hast du nur angetan, dem Repeater? Ja. Hat er dich so schlecht behandelt?
Musste das jetzt sein? Ja, der ist einfach weggegangen. Das fand ich nicht nett von ihm. Musste das jetzt sein? Weißt du, der hat auch Gefühle. Ich hab aber auch Gefühle. Ja, toll. So, also, die Seite, würde ich sagen, haben wir repariert. Peter? Das heißt, hier sollte auf der Seite schon mal keine Lava mehr laufen. Jupp. Ich als Repeater werde jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt auf dieser Seite korrigieren. Also reparieren sozusagen. So, dann. Warte mal, da ist. Okay, da. Da müssen wir austauschen. Und. Da müssen wir austauschen. Genau. Der und der. Ja, auf Seelaternen kann man leider keinen Redstone legen, deswegen ist das alles hier so ein bisschen. Hättest du Glowstone nehmen müssen? Ja, Glowstone, nein. Ich wollte auf den Vorschlag meiner Zuschauer eingehen. Und es sieht meiner Meinung nach auch besser aus als Glowstone. Das passt besser. Zum Sternenhimmel. So, machen wir erstmal hier die ganzen Teile, dass das ersetzt wird. So, dann. Ah, da fehlt's noch. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo überall das Signal unterbrochen ist. Dass wir hier das wieder hinkriegen. So. Da. Halt, hier fehlt das Signal. Machen wir hier. So. Da wird das Signal weitergeleitet. So. Aha, hier reicht es nicht ganz. Dann setzen wir hier noch einen zwischen. So. Gut, perfekt. So funktioniert das. Warte mal, das geht nach da. Die sind alle an. Das geht nach da. Das heißt, es dürfte kein Kreislauf entstehen. Theoretisch. Theofrapraktisch oder wie das heißt. So. Das heißt, es sollte alles aus sein jetzt. Ja, ja, alles gut. Also ich habe hier keinen wirklichen Fehler gemacht. So, dann korrigieren wir das noch. Da unten braucht man nicht korrigieren. Da ist nichts zu korrigieren. So. Gut, den können wir eigentlich auch austauschen. Das ist unnötig. So, dann... Ich glaube, wir sind schon über der Zeit, ne? Sind wir echt? Ja. Ach, Mann. Zeit vergeht. Aber ich glaube, ich habe einen guten Fortschritt gemacht. Auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Hast du jetzt geguckt? Okay. Nein, habe ich jetzt... Nee, nicht. Weil ich immer noch... Lass mal einen Einschub machen. Wir machen im nächsten Part aber weiter. Yo. Okay. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es war nicht so langweilig, weil ich schon wieder nur am Dach dran bin. Wird nächste Folge auch schon wieder passieren, aber nicht mehr die ganze Folge, denke ich. Bleibt einfach dran. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.